Profiling wird gestartet. In Deadly Premonition Folge 10. Nanu? Ja. Zack, something is still missing. We need more clues. Ach so. Komm, grins. Oh. Ole, ole, super FBI-Regel. Oh, Moment mal, schau mal, da ist Sammelquarten. Das ist übrigens was Neues, was sie eingebaut haben. Die Kleidung von York bewegt sich jetzt und glitscht jetzt total geil in die andere Kleidung rein. Wo ist diese Sammelkarte, die hier eingeblendet ist? Dreh dich mal um hinter dir. Warte mal. Das ist einschlagen. Hier? Ja! Ethans Eingemachte. Der Witz ist nicht neu. Ich weiß. The Pickles. Auch eine erfolglose Beatband aus den 60ern. Was haben die für einen Hit gehabt? Gar keinen. Meet the Pickles. Die wollten dann auch unbedingt mit den Beatles auf Tour gehen. Als die Meat Pickles, hat aber nicht funktioniert. Stattdessen haben sie sich dann Jahre später in die Meat Puppets umgenannt. Ah. Und haben ihre besten Songs an Nirvana verkauft. Was dazu geführt hat, dass noch Jahrzehnte später Leute immer sagen, ja, der Song ist so geil von Nirvana. Und dabei ist er gar nicht von Nirvana. Wie komme ich denn jetzt darauf? Raufschießen. Beste Song von Nirvana. Plateau. Zu den Meat Puppets fällt mir nur ein, wie Kurt Cobain bei diesem Unplugged sagt, that was a Meat Puppet. Ja. Stück eines hochhackigen Schuhs. Man kann ja gegen Nirvana sagen, was man will, und ich sage in meinem Leben recht viel gegen Nirvana, aber das Unplugged-Konzert war ganz gut. Und die besten Songs waren nicht von Nirvana. Sing einmal My Girl. Das heißt nicht My Girl, du Wichser. So, ein hochhackiger Schuh im Baume. Oh no. Aha. Au, oh, das ist mir auch schon mal passiert. Hauptsache ist, man hat was Gutes parat. Kennst du es nicht? Nee. Ah, Doppelpass-Zuschauer, ihr wisst, was ich meine. Wusstest du, dass Oliver Kahn mal hochhackige Schuhe getragen hat? Hä? Also hier könnte man schlafen, wenn man das wollte, wollen wir aber nicht. Wir müssen noch mehr Beweise finden. George hier. Was ist hier? Abdruck im Gras, ein Hinweis. Dann sammel doch erst noch alle anderen ein, bevor du das weiter profilst, weil sonst schauen wir es noch 30 Mal an. Meinst Nein. du? Ja. Ja, aber, na gut. So könnten wir doch die Spielzeit unnötig strecken. Bild einer Weste mit Löchern. Hä? Aha, ein Rocker. Okay, jetzt hätte ich es nicht erkannt. Und noch ein Hinweis. Wo ist der vierte Hinweis? Da hinten ist noch irgendwo ein Knochen. Und die Sammelkarte, da komme ich irgendwie auch nicht ran. Hier ist nochmal observieren. Achso, ne. Da war doch also mit George reden, oder? Was hat der zu erzählen? As you requested, we have permission to stay and look around as needed. But what are you planning on doing? To examine the scene, of course. Basic crime investigation 101. We might uncover some further evidence.
My men have covered this already. I seriously doubt that there is anything else to find. Well, then you and Emily can wait in the car, if that's the case. But I'll take my time here. Ist denn das im Deutschen, dieses 101, ein geläufiger Ausdruck? Nee, oder? Das ist mir auch im Englischen kein geläufiger Ausdruck. Ja, das ist als Anspielung auf den Grundkurs 101. Hä? Hey? Der Grundkurs eines jeden Fachs. Aha. Ja, ja, hast recht. Dieser metallische Klang. Wenn man da bei der Polizei so ermittelt, mit einem Jagdmesser oder irgendwie das Holz kaputt hauen. So, hier komme ich auch nicht weiter. Das hat sich gelohnt. Kannst du da rüber springen? Ich kann gar nicht springen, oder? Ach, stimmt. Da, ein Baum! Oh ja. Muss ich wieder unten dagegen schlagen. Kannst du nicht hier dagegen schlagen? Ich schlag lieber von unten dagegen. Okay. Und dann haben wir's. Ich würde trotzdem gerne die Sammelkarte mitnehmen. Ich kann doch kein Collectible liegen lassen, bist du bescheuert. Hier ist sie. Ah, oh, geil. Da waren wir schon, das sind die eingemachten. No. Dreh dich mal, guck mal in die Richtung. Wir hängen bestimmt auch an einem Baum da vorn. Ah, geil. Bessere Sounds sollen übrigens auch im Director's Cut drin sein. Ja, alles besser. Da ist jetzt wieder eingemachtes, oder? Ja. Vielleicht kann ich das gar nicht mehr mitnehmen, deswegen tue ich das jetzt in den Kasten. Das kommt in den Kasten. Die Guten ins Töpfchen. Was ist denn auf einmal mit dem Kasten los? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gleich gut. Beim wilden Wohnzimmer. Wo ist denn hier noch eine Sammelkarte? Vielleicht braucht man irgendwelche. Guck mal nach oben. Also ich guck schon nach oben. Nee, also weiter nach hinter dir jetzt. Hinter dir? Da, an dem Baum. Meinst du? Stand da nicht gerade was? Nee, angreifen, also. Wegwerfen. Schau mal, in dem ausgehöhlten Baum, ja, genau. Ach, geil. Reicht doch. Und jetzt? Ah. Das ist nach da rüber gefallen. Anagram. Ein hübsches Ding. Nummer 3. So, Freunde der Nacht. Schau mal, ob es in diesem liegenden Baumstamm irgendwie drin liegt. Brauchst du noch einen Tipp? Achso, nee, wissen den wir schon, haben wir doch schon. Per Donk. Michi, mein ja, Gott. Ja, ich will halt immer mehr finden, als ich brauche. Das liegt jetzt da oben. Echt, oder was? Oh, ich hätte echt oben den Baum schlagen sollen. Ich sag's doch. Ich sag's doch, ich sag's doch. Ein Hammerspiel ist das. Hammerfett. So. Holzspan mit rostigem Metallstaub. Und jetzt profile the shit out of it. Boah, bin ich gespannt, was jetzt rauskommt. Es gab einen Bock. Da gab's bestimmt Bodo, der Clown. Oder irgendeiner aus dem Baumarkt. Mit einer Lederweste an. I haven't seen one of these in a long time. It's upside down. I guess this is meant to be an anti-peace sentiment then. These holes on the ground were made by high stiletto heels all around here. And this depression here? Agent Morgan? I see what happened here. He hung her from the tree and put on her shoes. He was really enjoying it. A sicko. And he knelt down. Disgusting! Well, disgusting. George, you certainly have a vivid imagination. Ach so. An interesting theory. Don't you think, Zach? What was his name again? That Hollywood producer? That's right. Joel. We really ought to introduce George to him, Zach. Profiling is a little different from writing a screenplay, though. An idea being interesting doesn't make it fact. Let me enlighten you, George. The footprints reveal that one of the heels were missing from the shoes. And they're different from Anna's shoes that we saw at the office.
Furthermore, there would be even more disgusting evidence if he did kneel and, well, do as you suggested. If you want proof, go ahead and try it for yourself. He knelt here for a reason other than simple perversion. Zack, what was he doing in front of Anna? Was ist der wieder? Mit dem Regenmantel, oder? Anna. Ow! Crap! She is. I hate this. Why did it come to this? Now I get it. He was kneeling to pray in front of her. Just like the twins said. She was a goddess. The unsung, our unknown subject, offered prayers to Anna's heart. Its bitten out tongue and massive body wound. Once dead, Anna was transformed from an object of despite into one of worship. So who is Miss Stiletto Heels? The steps are close coming up to the body, and then farther apart going away. There was a reason to hurry away, then. That settles it, then, George. Miss Stiletto Heels is a third party here. She's not the murderer. No one runs away from an object of worship. She could be another victim who was with Anna. Or perhaps an accomplice who fled for some reason. She is also one who took whatever it was Anna was holding on to in her hand. But why? Why did she leave her here? Only Miss Stiletto Heels knows the reason for that. She might know something about the man with the reversed peace mark, too. How many women wear high stiletto heels in this town, do you think? Oh, I should think most of them have at least one pair. I do too, before you ask. But nobody would come all the way out here wearing them, except maybe one person. Don't keep me in the dark then. Who might this elegant lady be? Diane, the owner of the art gallery. But she's out of town for a big art auction. I heard she'll be coming back in a couple days. Then we'll just have to give her a warm welcome home. A more immediate matter, then. Where in town can you find something like this? It should be a building that isn't used anymore, with either a lot of metal or metal machinery or something like that. The old lumber mill. Then it's time to really get this show on the road. Could you guide me to this perfect setting for extravagant murder? Drei zum Sägewerk. Ich hatte vorhin nur im Scherz gesagt, aber es gibt doch echt nicht mehr als drei Songs in dem Spiel, oder? Nö, wozu auch? War jetzt die, das hat mich nicht ganz überrissen, dieses abgebrochene Absatz, gehörte der zu Anna oder zu einer anderen Person? Nee, zu einer anderen Person. Vielleicht zu Diane, der Galeristin. Okay. Ich hätte schon verstanden, dass da noch jemand anders mit Absätzen da war, aber ich wusste nicht, ob der abgebrochene Absatz jetzt eben zur Lech oder zu jemand anders gehört. Lumbermill is pretty far from here. Oh, of course. If that's where she was killed, why would the killer go to all the trouble of carrying her all the way here? I don't know yet. My profiling instincts tell me one thing is for sure, though. The unsub's personality is totally different before and after the crime. The unsub killed her in a brutal, horrifying way,
and then displays powerful adoration after she's dead. Something close to love. That could well be the key to all this. I will say this, though, George. Profiling is a risky business. Of course, if the unsub planted those stiletto footprints himself, well then, everything I've just said falls apart. But there's no evidence that he left those stiletto footprints. I'm sure we have Miss Stiletto Heels to thank for those tracks. All I can do is deduce the unsub's feelings in light of the evidence, and carefully figure the unsub's M.O. Modus operandi, his way of thinking. It usually unveils something that a normal forensic analysis may overlook. That's my way of profiling. It's not for everyone, but it works for me. So. Ja, nach diesen erhellenden Einblicken in tolle Polizeiarbeit brauchen wir, glaube ich, erstmal eine Pause. Und in der nächsten Folge, dann findet unterwegs mal raus, wie man da hinkommt, und dann fahren wir in der nächsten Folge dahin. Bis dann.